Wir sind sehr, sehr glücklich, dass Sie da sind. Sagen wir mal, du da bist, liebe Charlotte. Frau Dr. Charlotte Herrmann hat 14 Jahre in Israel gelebt. Nach dem ersten Golfkrieg kam sie mit ihrem Mann und den drei Kindern zurück nach Linz, wo sie sich sofort in die Gemeinde engagiert hat. Und seit 2013, wenn ich es richtig habe, ist sie Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in Linz. Sie steht seit dem Angriff der Hamas am Samstag in ständigen Kontakt mit ihren Verwandten, denn ihre Geschwister, Nichten, Neffen und auch ihr Sohn leben in Israel. Charlotte, danke, dass du da bist. Wir freuen uns auf deinen Bericht. Danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich da ein paar Worte an Sie richten darf. Es freut mich weniger eigentlich, worum es geht. Das leidige Thema Antisemitismus, das jetzt eben noch schlimmer ist als früher. Ich werde aber einen kurzen Rückblick überhaupt auf die Gemeinde in Linz jetzt machen. Und zwar die erste Synagoge, ich meine, abgesehen von da in der Altstadt, aber jetzt so ein bisschen neuzeitlich, war in der Bethlehemstraße. 1877 wurde sie erbaut. Es war ein riesengroßes Gebäude, wunderschön, nach dem Entwurf von demselben Architekten, der in Kassel die Synagoge gebaut hat. Platz hatte in dieser Synagoge, also Sitzplätze waren 500 Sitzplätze. Und die Gemeinde damals war an die 700 Personen, nur in Linz und in ganz Oberösterreich waren es so an die 1000 Mitglieder. Danach, wir wissen, also von der Architektur her möchte ich noch sagen, es war dort auch eine Orgel drinnen. Man wollte sich damals schon ein bisschen so an die Kirchen herantasten sozusagen, obwohl eine Orgel natürlich in einer Synagoge nichts zu tun hat. In Reformgemeinden ist es möglich, dass man da eine hineingibt, aber es darf ja nicht Musik gespielt werden in einer Synagoge. Zumindest nicht an einem Schabbat oder eben an den Feiertagen. Drum also ist es nicht so. In der Reichspogromnacht ist dieses wunderschöne Gebäude, 61 Jahre nachdem es erbaut worden ist, Sie können es sich im Internet anschauen, zur Gänze niedergebrannt worden. Es haben schon zur Zeit des Anschlusses waren noch in Linz 671 Mitglieder und zur Zeit der Reichspogromnacht waren schon nur noch 65. Teilweise Teile der Familien wurden schon vertrieben, aus ihren Wohnungen vertrieben oder überhaupt aus Linz vertrieben und mussten in so Judenwohnungen nach Wien gehen. Im Gemeindehaus bei uns in der Bethlehemstraße waren auch einige Familien untergebracht. Ilse Maas, gibt es ein Kinderbuch, hat auch dort überlebt. Und in der Synagoge selbst, in der brennenden Synagoge selbst, war in der Rabbinatskanzlei Marie Donner, ein achtjähriges Mädchen, mit ihrem Bruder und den Eltern eingesperrt, wie die Nazis die Synagoge anzündeten. Sie wurden dort eingesperrt in der Kanzlei und es wurde gesagt, sie sollen ja nicht wagen herauszurennen, weil sonst würden sie erschossen. In letzter Sekunde hat sich dann einer erbarmt und hat dann die Tür aufgesperrt. Sie sagte, es ist besser, ihr werdet erschossen, als dass ihr am lebendigen Leib verbrennt. Sie konnten sich wirklich tatsächlich retten und dass die Sache so war, diese Biografie konnten wir von Marie Donner als 88-Jährige hier in Linz persönlich noch hören, weil sie zur 80-jährigen Gedenken der Reichspogromnacht hier eingeladen worden war. Und vom Bürgermeister der Stadt Linz, nachdem Verena Wagner die Biografien von mehreren Linzer jüdischen Bürgern, aber eben auch von Marie gemacht hat. Und deswegen haben wir das auch so gehört. Also, ja, die neue Synagoge bei uns dann, also das ist ein bisschen das Kapitel von der alten Synagoge, alte Gemeinde. Nach dem Krieg wurde sie wieder aufgebaut. Aufgebaut nicht mehr durch Linzer jüdische Bürger, kaum. Die meisten waren Befreite aus den Konzentrationslagern. Die teilweise dann nach Amerika oder auch ins damalige Palästina ausgewandert sind und ein Teil ist eben hier geblieben. Deswegen ist die Linzer jüdische Gemeinde, genauso wie in Wien und in anderen Gemeinden eigentlich, durch polnische Juden, ungarische Juden, tschechische Juden, rumänische Juden, aber osteuropäische Juden einfach aufgebaut worden.
Und auch Wiesenthal war hier in den ersten Jahren, er war Vizepräsident auch der Kultusgemeinde und hat hier auch begonnen mit seinem Dokumentationsarchiv, ist aber dann nach Wien gegangen. Die neue Synagoge, also während von 1945 nach dem Krieg, natürlich war keine Synagoge, bis 1968 hatten wir dann keine Synagoge. Im Gemeindehaus hat es zwei Räume gegeben und da wurden die beiden Räume dann als Gebetsräume verwendet. Einer für die Frauen, einer für die Männer. Wir sind jetzt nicht sehr orthodox, aber zumindest so, dass Männer und Frauen getrennt sitzen. Das ist uns immer wichtig und das ist bis jetzt so. Und als Kind war ich auch noch in dieser Synagoge. Und dann 1968, am 2. April, wurde die neue Synagoge erbaut. Architektonisch ist diese Synagoge komplett anders als die vorherige und auch, man kann sagen, ziemlich komplett anders als alle anderen Synagogen. Professor Fritz Gofitzer hat diese Synagoge entworfen und eben auch gebaut. Fritz Fröhlich hat die Fresken gemacht und sie war damals sehr modern und sie ist noch immer sehr modern. Von außen ein kahler Betonbau, innen diese Fresken, also sehr unüblich. Sie sind alle eingeladen, uns einmal zu besuchen, sie persönlich zu begutachten. Wir machen immer wieder Führungen auf Wunsch, also würde ich gerne Sie alle begleiten. Am Anfang war der Schwager, Wilhelm Schwager, der Präsident, berühmter Zuckerschwager für manche älteren Personen oder von der Geschichte her. Der war sehr viele Jahre Präsident in der Kultusgemeinde und 1980 hat dann, also Schwager, da gibt es die interessante Geschichte, dass er in derselben Straße gewohnt hat. Also sein Vater war befreundet mit dem Vater von Adolf Eichmann. Die waren Nachbarn in der Bischofstraße. Es gibt auch einen Film von Micha Chagrir, die Bischofstraße, und da wird es erzählt. Und ich war damals eigentlich befreundet, die Eltern. Und dann, was daraus geworden ist, der eine ein Massenmörder und der andere ist dann Präsident der israelitischen Kultusgemeinde. Also, ja, der nicht, also der Sohn. Aber der Vater war ja auch Präsident der Kultusgemeinde. Ich meine, das waren ja eigentlich der Vater, der Bruder und der Wilhelm Schwager zum Schluss nach dem Krieg. Die anderen zwei waren vor dem Krieg. Aber haben überlebt, Gott sei Dank, konnten auswandern. Ja, jetzt komme ich schon zu der jetzigen Zeit, weil ich glaube, da könnte ich jetzt 5 Stunden reden und ich könnte nicht fertig werden. Ich bin seit 2013, wie du richtig gesagt hast, nachdem mein Vorgänger 33 Jahre Ingenieur Wozzasek, Diplom-Ingenieur Wozzasek, hat 33 Jahre lang die Synagoge geleitet. Die Mitgliederzahl ist nie wieder so hoch geworden wie vor, also zur Zeit des Anschlusses eben 671 oder in ganz Oberösterreich an die 1000. Wir haben in all den Jahren vielleicht Mitglieder, so 65, also jetzt so um die 50, und diese 50 halten sich für ganz Oberösterreich, bitte gemerkt. Das hält sich so konstant. Einmal geht wer weg, verstirbt wer oder wandert aus, andererseits dann kommt wieder jemand. Aber wir halten so die Waage, aber es ist nicht leicht, diese Gemeinde natürlich am Leben zu erhalten. Aber wir haben einen regelmäßigen Gottesdienst. Und die Feiertage, wir feiern Purim und wir schauen wirklich, dass so viel wie möglich und auch ab und zu mal Veranstaltungen möglich ist, um das jüdische Leben auch außerhalb von Wien am Leben zu erhalten. Das ist wichtig. Es kann nicht sein, dass jüdisches Leben nur in Wien stattfindet und nicht in den Bundesländern. Das ist mir ein ganz ein großes Anliegen, weil ich sage, dann sind wir wieder wie in einem Ghetto. Dann sind alle wieder nur konzentriert in Wien. Und in ganz Österreich gibt es kein jüdisches Leben. Darum betone ich immer wieder, die Bundesländer, die Gemeinden in den Bundesländern, egal wie groß oder klein, ganz, ganz wichtig. Und von den Linzer jüdischen Bürgern, von diesen 671, die damals noch gelistet waren, sind 238 durch die Nazis dann ermordet worden in den diversen Konzentrationslagern oder eben auch von zum Beispiel Selbstmord, die Familie Spitz, 3 Personen gleich am Tag des Anschlusses haben Selbstmord begangen. Und dann von der Alters, ja, es hat ein 3-jähriges Mädchen, die ist in Auschwitz ermordet worden, 99-jähriger Mann, Mosny Leopold, Industrieller in Theresienstadt. Also es war einfach, ja, gut, ich gehe jetzt in die jetzige Zeit rüber, wie gesagt, damit wir in der Zeit bleiben. Aber das war jetzt so ein bisschen, dass wir ein bisschen einen Hintergrund haben. Besuchen Sie uns und dann kann ich darüber mehr erzählen.
14 Jahre, jetzt bin ich 10, 11, das 11. Jahr Präsidentin. Es war immer eine herausfordernde Zeit, es hat immer wieder was gegeben. Es war schon 2014 ein Gaza-Krieg, wo auch die öffentliche Meinung nicht sehr wohlwollend immer Israel gegenüber war. Die Medien sehr einsichtig berichtet haben. Ich habe dann auch mich an die Oberösterreichischen Nachrichten dann gewandt, weil ich gesagt habe, meine, diese Überschriften, die sind immer nur sehr einseitig, auch wenn im Text dann drinnen was richtig steht. Aber die Überschrift ist, Israel greift an. Dann schaut man nach und dann sieht man, aha, naja, eigentlich haben die, was weiß ich, wie viele Leute ermordet oder die anderen haben vorher angegriffen. Aber die große Aussage ist immer, Israel greift an. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden in den Medien. Und jetzt geschah dieser 7. Oktober. Ich weiß, ich bin aufgestanden in der Früh, mein Mann sitzt gerade beim Handy und sagt die ganze Zeit, auf Hebräisch zwar, aber das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Sag ich, was? Und er, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und dann haben wir halt geschaut, was kann nicht sein. Und was nicht sein kann, war leider. Wir haben immer dann, also ich meine, die Meldungen haben sich ja dann überschlagen. Der ORF hat mich auch dann gleich kontaktiert und was ich halt dann wirklich aus Israel direkt auch erfahren konnte, wissen Sie alle, glaube ich. Das Problem ist jetzt nur so. Am Anfang, vielleicht ein, zwei Tage, war es jetzt der große Entsetzen, um Gottes Willen, Geiseln, am Anfang von 100, 200 Geiseln, Vergewaltigungen, Verstümmelungen, verbrannte Erde sozusagen. Aber dann relativiert sich wieder alles. Man wird wieder Opfer, vom Opfer zum Täter und die Täter werden zum Opfer. Und da läuft eine Propaganda, die eigentlich Oscar-reif ist. Das ist etwas, was man nicht fassen kann. Es ist dann, noch am selben Tag sind ja schon diese jubelnden Mengen mit Zuckerl verteilen, auf die Straßen gelaufen und haben sich da gefreut, dass Juden ermordet, vergewaltigt, verstümmelt wurden. Und immer wieder, wenn das Thema so ist, wie brutal die Israelis jetzt vorgehen und so, und dann versuche ich zu erklären, sage ich, habt ihr jemals Juden gesehen, die sich freuen, wenn Araber, Palästinenser ermordet werden? Nein, sowas gibt es nicht, dass da Leute massenhaft auf die Straße gehen und jetzt jubeln. Wenn jetzt zum Beispiel Häuser zerstört werden im Gazastreifen. Ich habe nirgends in Israel oder auch weltweit Gruppen gesehen, die auf die Straßen gehen und dann die Fahnen schwenken, die israelischen und jubeln. Wir haben da das Schifa-Krankenhaus erobert oder solche Sachen. Das gibt es einfach nicht. Aber das wird überhaupt nicht wahrgenommen, so etwas. Und generell die Kriegsführung, da wird der Herr Schalikar noch mehr reden davon. Aber nur anmerken, Krieg ist was Schreckliches. Und es gibt unschuldige Opfer, kein Thema. Nur, wie das israelische Militär versucht, das zu vermeiden. Kein anderes Land würde das jemals so machen. Ich möchte mal sehen, die Amerikaner, die so großspurig, muss ich jetzt schon sagen, ganz einfach ausgedrückt, so reden und sagen, sofort, wenn in Amerika das wäre, in Relation von der Bevölkerung, dann vielleicht 40.000 Tote an einem Tag? Wie würde Israel dann reagieren? Wie würde Amerika reagieren? Würden die humanitäre Korridore einfügen und solche Sachen? Nie im Leben würden die da sowas machen. Und andere Staaten auch nicht. Und ein Herr Macron oder solche Leute, die sich da so großartig brüsten, also das ist alles so realitätsfern, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und was passiert jetzt in Linz? In Linz gibt es Demonstrationen, es gibt Mahnwachen, es gibt eine Solidarwerkstatt, die eine Mahnwache macht. Und bei dieser Mahnwache, was fordern die? Die fordern von der Regierung, die sollen sich nicht so einseitig auf die österreichische Regierung, nicht so einseitig auf die israelische Seite stellen. Sie fordern einen sofortigen Waffenstillstand. Sie fordern eine Befreiung der Geiseln und der inhaftierten Gefangenen in Israel. Also die Geiseln und die strafrechtlich Verurteilten
Palästinenser in israelischen Gefängnissen werden auf eine Ebene gestellt. Generell verlangen, ist ja die Überschrift gewesen, Frieden für Palästina. Okay, Frieden für Palästina. Und was ist mit Israel? Dann sagen die, nein, wir reden vom historischen Palästina. Ja, wenn die vom historischen Palästina sprechen, dann haben wir Jordanien dabei. Warum verlangen die nicht von Jordanien was? Ein Teil vom Libanon, ein Teil von Syrien. All diese Sachen. Und wenn man die damit konfrontiert, die sind verblendet. Und dann gibt es leider auch, Pax Christi geht mit denen bei diesen Veranstaltungen mit, die man auch schon hinterfragen muss, weil da hat es schon einiges gegeben. Wenn der Bischof Scheuer ist ja zurückgetreten als Präsident 2017 wegen antisemitischer Vorfälle. Und dann gibt es Infostände in Linz. Am Anfang war das, es war eine Kundgebung von JKU-Studenten. JKU, Pro-Palestine-Studenten. Und ich habe dieses Plakat gesehen, dann denke ich mir, um Gottes Willen, die Kepler-Universität macht sich da öffentlich für so eine Aktion, stellt sich zur Verfügung. Auf jeden Fall ist es eben nicht mit Zustimmung von der Kepler-Universität gewesen und der Rektor hat das sofort unterbunden und so treten sie jetzt nicht mehr auf. Aber es gibt einen Infostand von Studenten pro Palästina. Zu Demonstrationen gehe ich nicht, aber diesen Infostand, den wollte ich mir mal anhören und bin mit einer Bekannten, einer Nicht-Jüdin, dorthin gegangen und habe gedacht, naja, die kennen mich eh nicht, ich habe mich nicht geoutet, dass ich Jüdin bin oder Präsidentin der Kultusgemeinde und wollte mal hören, was da so erzählt wird oder was ausgeteilt wird. Babyfotos, ermordet und bis man die Zeilen gelesen hat, sind noch mehr Märtyrer gestorben. Wenn das die Hamas, die eigentlich als menschliches Schutzschild verwendet, dass das sofort beendet werden hätte können, wenn man alle Geiseln freilässt und die Hamas sich ergibt, dass diese zivilen Opfer überhaupt nicht hätten sein sollen, wenn sie in den unterirdischen Tunnel Zuflucht finden hätten können, von dem spricht kein Mensch. Und das Tunnelsystem, ich meine, das ist hier die Hälfte länger als, also eineinhalb Mal so lang wie die U-Bahn in London. Also ich meine, das muss man ja auch schon sagen. Auf jeden Fall haben wir mit diesen Studenten da so gesprochen und die Dame mit mir fragt so, ja und verurteilt ihr die Hamas überhaupt nicht? Und das, die eine Studentin mit Kopftuch, sie sagt, sie ist aus Mazedonien, sind wir keine Anhänger von der Hamas. Und aber trotzdem nicht verurteilt, also das Verurteilen haben wir nicht gehört. Und dann noch einmal fragt diese Dame, ja aber der 7. Oktober, ich meine, da ist ja Schreckliches passiert. Und dann sagt diese Studentin, naja, es sind 240 Zivilisten entführt worden, Geiseln wurden genommen und zuckt so mit den Schultern. Und wir sagen dann, ja, und was ist mit den 1200 Ermordeten? Nein, die hat die israelische Armee erschossen bei den Angriffen. Kennen Sie das eh schon? Na gut, ich habe es damals das erste Mal gehört. Die hat die israelische Armee erschossen, sage ich. Und da habe ich schon, habe ich gesagt, wie bitte? Ja, die haben doch selbst ihre Gräueltaten aufgenommen, wie wird die israelische Armee. Dann fragen die uns, es sind noch zwei so ganz sympathische junge Burschen dort gestanden, und die fragen uns, woher habt denn ihr eure Information? Sage ich, ja, woher? Aus überall, die ganzen sagt die Studentin. Wir sind die Einzigen, die die richtige Information haben. Und der junge Bursche sagt, ja, hören Sie Al Jazeera auf Englisch. Dann kriegen Sie die richtige Information. Also ich glaube, viel mehr ist bei solchen Sachen nicht mehr zu sagen. Es ist, und ich habe dann eher mit dem Rektor der Universität gesprochen, ich meine, die sind ja jetzt nicht unter dem Logo mehr von der JKU dort gewesen und habe ihm gesagt, es muss was getan werden, wenn das sind Falschinformationen, die auch bei Leuten, die nicht auf die Straße gehen, das sickert ein. Es ist so brandgefährlich.
die Meinungen, die sich bilden. Ich habe einen Bekannten, das war Klassenvorstand von meinem ältesten Sohn, der sagt mir gerade gestern wieder, sagt er, in einer Konferenzzimmer brauchst du nicht gehen, weil wenn du etwas gegen die Palästinenser sagst, wirst du gleich angegriffen. Man darf nichts gegen die Palästinenser sagen. Und ich möchte noch kurz was anmerken, ich habe noch 2-3 Minuten. Das ist jetzt nicht Linz bezogen, aber von was die Medien betrifft. Volker Türk, Hochkommissar für Humanitäres, und der hat ein Interview gegeben, bitte? Ja, bei der UNO, UN-Hochkommissar, hat ein Gespräch, 10 Minuten, mit der Marie-Claire Zimmermann geführt. Natürlich die katastrophale Lage in Israel und im Gazastreifen und alles Mögliche. Auf das gehe ich schon gar nicht mehr ein, weil das ist eh schon bekannt. Was mich aber am meisten gestört hat und was dann eigentlich, da hätte, auf das hätte die, wenn sie hat sehr gut gefragt, die Marie-Claire Zimmermann, muss ich schon sagen, weil sie dann doch immer wieder auch die israelische Seite angesprochen hat. Und er sagt eben von der Unterernährung, die jetzt ist, wenn das dann Hilfsgüter hinkommen und die Hamas beschlagnahmt sie und verkauft sie dann wieder oder behält sie überhaupt nur für sich, von dem spricht keiner. Das will er auch nicht bestätigen, weil da ist er schon gefragt worden, ob da jetzt nicht doch was falsch läuft mit den Hilfslieferungen. Und dann sagt er, diese Unterernährung hat es ja auch schon vor dem 7. Oktober im Gazastreifen gegeben. 80%. Das hat er gesagt. 80% Unterernährung. Genau auf das möchte ich jetzt hinaus. Er hat diesen einen Satz gesagt, auch vor dem 7. Oktober hat es schon unter 80%, glaube ich, hat er gesagt. Wissen Sie was? Egal, 10% Unterernährung überhaupt gegeben. Warum? Wo sind die hunderte Millionen Euro, Dollar, die jährlich in dieses kleine, es wird immer betont, wie klein das Land ist, mit solchen Mitteln kann man jeden ernähren. Aber das Geld, wo kommt es hin? Diese UNRWA, eine Flüchtlingsorganisation, die eigentlich auf der Stelle abgeschafft werden sollte. Weil warum hat ein Volk das Recht, eine eigene Flüchtlingsorganisation zu haben und alle anderen Bevölkerungsgruppen, die auch Völker, also die Flüchtlinge sind, warum dürfen die nicht jeder eine eigene Flüchtlingsorganisation haben? Es gibt eine, die UNHCR, und es gibt die andere für die Palästinenser, also gleich und gleicher, so auf die Art. Und genau das ist eben der springende Punkt, die ganzen Gelder, und das wissen die Europäer, es wissen die Amerikaner, es weiß die ganze Welt und niemand tut etwas. Die sind nur für Waffen, für Tunnelbau, weil diese Tunnel baut man nicht mit kleinen Spenden, die man vielleicht in einer Kirche einsammelt. Das sind andere Spenden, das sind genau die Spenden, die ein gutes und gesundes Leben im Gazastreifen ermöglicht hätten, ein lebenswertes Leben, eine Landwirtschaft aufgebaut, Bildung aufgebaut hätten. Aber nein, niemand war dazu bereit, niemand ist dazu willig und man beschuldigt immer nur Israel, dass sie das machen. Und ich glaube, ich bin gut in der Zeit und habe mich ein bisschen, aber ich bin jederzeit bereit, mich weiter auszutoben.